Hallo und willkommen hier zu einem neuen Format und zwar Pokémon News. Ja, ich beginne jetzt auch mit ein bisschen Pokémon News dazu und da habe ich schon mal was gefunden und zwar in Prism Stars kommt vielleicht auch mal zu uns. Auf jeden Fall ist es in Japan. Am 8. Dezember kommt es dort raus. Ja, und hier haben wir mal ein Giratina. Mit einem sehr coolen Artwork eigentlich in der alternativen Form. Und wie man schon sieht, hat es eine Fähigkeit und einen Angriff mit 160 Schaden. 160 KP auch. Ist jetzt nicht so schlecht, aber schauen wir uns mal an. Natürlich, Basis-Pokémon. Und da hat es eigene Regelwerke auch. Man kann nicht mehr als eine Prism Star Karte mit denselben Namen im Deck haben. Okay. Und wenn eine Prism Star Karte wegfällt, dann ist es in der Lost Zone. Das ist wahrscheinlich aus dem Spiel oder so. Das ist mal heftig. Okay, schauen wir uns mal die Fähigkeit an. Chaotic Star. Wenn man dieses Pokémon von der Hand spielt auf die Bank, man kann zwei Energie, ich glaube P ist da diese Psycho-Ding da, Energie von der Hand, zu diesem Pokémon hinlegen. Das ist immer heftig. Wow, okay. Ich meine, man braucht zuerst mal diese zwei Energie, aber das ist doch schnell mit Brief vom Prof oder irgend sowas. Hat man sehr schnell auf der Hand. Und dann hat schon mal zwei, braucht eine Runde dann noch, also in den nächsten, braucht zwei Runden, damit er mal die 160 Schaden austeilen kann, aber das ist schon gut. Genau, aber da, die Fähigkeit davon, von dem Angriff, man muss zwei Energiekarten weglegen. Ja, das ist wieder jetzt nicht mehr so gut, aber, ja, sonst ist es jetzt nicht so schlecht. 160 Schaden ist schon gut. Aber ich weiß nicht, ob man die wirklich spielt. Vom Artwork her würde ich sie spielen, aber vom Effekt her glaube ich eher mehr nicht so. Na gut, aber das ist ja nicht das Einzige. Hier haben wir noch einen Solgaleo. Mit ebenfalls fast dasselbe eigentlich. Auch 160 HP, 160 Angriff, auch mit 4 Energie, ist Metall natürlich. Und die. Der erste Angriff hat irgendeine Fähigkeit, macht keinen Schaden anscheinend. Zumindest nicht so sichtbar. Lesen wir einfach mal den Effekt durch. Es ist auch wieder eine Prism Star Karte, also auch wieder, man darf nur einmal so eine Prism Star Karte mit denselben Namen drin haben. Also nur ein so ein Solgaleo. Und der erste Angriff ist, man braucht nur eine Metallenergie. Rising Star. Für jedes gegnerische Pokémon im Spiel darf man eine Metallenergie vom Ablagestapel an Pokémon legen, die man will. Das ist mal nicht so schlecht. Wenn der Gegner da mal 5 gegnerische Pokémon auf der Bank hat, darf man 5 Energie vom Ablagestapel einfach hin auf die Pokémons anlegen, die was man da so hat. Wow. Wow, sag ich nur. Das ist, da hat man doch die Energie da mit 4 da gleich. Das ist doch ganz schnell geschehen. Lesen wir mal das andere noch. Corona Impact, 160 Schaden, aber das Pokémon kann nächste Runde nicht angreifen. Und Rückzugskosten 3. Ich glaube, da ist ein Leitstein oder irgend sowas sehr notwendig. Und zu guter Letzt natürlich auch noch ein Lunala. Prism Star. Wieder nur einmal pro Name. Und schauen wir uns dieses Artwork mal an. Es hat 160 HP auch wieder. Und 20 Mal. Aber wieder 4 Energie benötigt. Der erste Angriff nur einer, so wie bei Solgaleo. Und schauen wir uns mal den ersten Effekt an. Full Moon Star. Für jedes gegnerische Pokémon im Spiel darf man eine Psycho-Energie an Pokémon anlegen, die was man will. Ja, so wie es auch Galileo, das selbe Effekt eigentlich. Und der zweite Effekt ist Psystorm. 20 Mal Schaden, diese Attacke fügt 20 Mal Schaden
mal der Anzahl der Energie angelegt an allen Pokémon im Spiel. Holy. Das ist mal heftig. Wenn es die ersten. Ich meine, das ist eine Basis. Wenn man das gleich als erstes hinlegen kann mit dem, ich glaube nicht, dass der Gegner da gleich die 160 Schaden draufballern kann. Einfach Energie, irgendwie so schnell wie möglich Energie auch auf dem Ablagestapel, das einsetzen, dann dieses Pokémon da einfach anlegen oder egal welches, aber Hauptsache, okay, man muss es dieses irgendwie anlegen, dass es F4 hat und dann angreifen. Ich meine, dann hat es ja schon mal 4x20 schon alleine durch sich selber. Holy, macht schon mal 80 Schaden und dann noch der Gegner, wenn er auch noch ein paar Energie hinlegt. Das ist mal wirklich heftig. Heftig. Muss ich schon sagen. Okay, das war's von dem Prism Star. Ich glaube, mehr sind noch nicht freigegeben worden oder weiß man noch keine Informationen. Auf jeden Fall, ich werde schauen bei den nächsten News. Auch wieder ein paar gute Pokémon dazu, ein paar GX, glaube ich, sind da auch noch. Und dann einfach nur einschalten, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Pokémon News Folge.